Wir sind permanent informiert, denn wir haben natürlich unsere Internetverbindung geschaltet. Klar. Um am Puls der Zeit. Danke, Sven. Wo kommt das Wasser her? Ich trinke Wasser. Darf man das? Heute Morgen bin ich von einer kritischen Jungen. Du gibst abwertende, bremsende Handzeichen, ja? Hast du bremsende Handzeichen? Bitte? Nein, ich wollte dich nicht stoppen. Ich bin mit diesem Wasser, ist jetzt die Frage, darf man das nicht? Heute Morgen bin ich von einer kritischen jungen Journalistin gefragt worden, machen Sie Witze über Hochwasseropfer? Was habe ich gesagt? Nein! Aber man macht natürlich seine Bemerkungen und Erkenntnisse als Fernsehzuschauer über das mediale Umfeld. Ja? Und ich habe festgestellt, am verzweifelten sind sehr oft die Reporter und nicht die Betroffenen. Weil die Reporter sind ganz verzweifelt, weil es so wenig Verzweifelte gibt. Ja? Es gibt zwar Menschen, die sind natürlich entsetzlich verzweifelt, weil es ihnen alles weggerissen hat. Denen muss geholfen werden. Und zwar bis auf den letzten Cent. Klar. Und da muss der Gerd jetzt mal, das ist jetzt, der Spiegel hat den Gerd jetzt auch nochmal nach vorne geschrieben an diesem Montag. Ja? Jetzt kann er sozusagen mit Thesen kommen, die Lafo die Tränen in die Augen treiben. In seiner Couch im Saarland. Denn Steuerreform ausgesetzt. Bin ich okay, ich zahle eh schon Steuern bis zum Abwinken. Ja? Ich zahle gerne nochmal 20% mehr für ein Jahr. Nicht ja. mehr, sondern nur Nein, länger. Ich zahle auch, die Spitzenverdiener können 20% ein Jahr nochmal mehr zahlen. Na klar. Um es im Osten hinzubringen, oder? Aber dann möchten wir auch Mitsprache. Dann sagen, okay, die Couch wird gekauft. Und viele Frisuren, die ich da sehe, haben auch nichts mit dem Hochwasser zu tun. Und ich habe die meisten Leute gehen erstaunlich gelassen mit dieser Katastrophe um. Ich habe Rentnerinnen gesehen auf einer Bank vor einem Altersheim in Dresden, die wurden evakuiert und kam ein Reporter. Wie fühlen Sie sich? Danke, wir sind sehr zufrieden. Sind Sie nicht verzweifelt? Nee, wir haben schon Schlimmeres durchgemacht. Wir sind im Krieg ausgebombt worden und wir haben das Leben, das THW hat uns rausgebracht, das Rote Kreuz hat Käsebrote geschmiert und wir haben Tee bekommen, wir sind sehr zufrieden. Das kann doch nicht sein. Ja? Und da muss doch irgendwo muss doch jetzt einer, natürlich findest du die Leute, die jammern, auch zu Recht jammern. Ja? Aber wir wissen so, als ich diesen Dialekt gehört habe, ich gesagt, noch mal was drauf. Und Sie wollen zu Hause natürlich wissen, wie viel habe ich gespendet. Ja. Und ich habe mich verrechnet. Ich war jetzt hier auf der Telemesse 2 Tage lang, wo sozusagen unsere Top-Programme den Werbekunden angeboten werden, damit sie kaufen. Ja. Denn Chaim Saban will ja was verdienen, sollte er uns kaufen. Ja? Ich habe gesagt, wie viel spendet man? Die Frage ist ja auch politisch gleich raus, wie viel ich gespendet habe. Ich mache Ihnen eine Rechenaufgabe, ja? Rudi Scharping, die Eltern werden sich erinnern.